Herzlich willkommen zu unserer ersten, mittlerweile vierten Veranstaltung Frauenleben in und nach der Krise. Der SPÖ-Frauen und des Karl-Renner-Instituts unter dem Titel Frauen und Corona, Frauen im globalen Süden. Es ist die vierte Veranstaltung, die sich darum dreht, wie es Frauen in der Corona-Krise geht. Heute richten wir unseren Blick auf den globalen Süden. Denn nicht nur bei uns in Österreich verstärkt die Corona-Krise die Sichtbarkeit von Ungleichheiten und eröffnet durch schlagartige Abschaffung des Normalzustands die Möglichkeit, Normales in Frage zu stellen und Alternativen denkbar zu machen. Das Coronavirus hat nämlich die ganze Welt erreicht. Das ist kein österreichisches, kein europäisches Phänomen, es ist ein weltweites Phänomen. Und es zeigt sich auch weltweit. Frauen in prekären Verhältnissen, Frauen in Armut oder armutsgefährdete Frauen haben es besonders schwer. In den Ländern des globalen Südens sind viele Frauen im informellen Sektor tätig. Als Marktverkäuferinnen, als Haushaltshelferinnen, als fliegende Händlerinnen sind sie auf die täglichen Einnahmen angewiesen, um sich und ihre Familien zu versorgen. Wenn sie das Haus nicht verlassen dürfen, fehlt das Einkommen. Es gibt dort keine sozialen Sicherheitsprogrammsysteme oder nicht so gut ausgebaute Sicherungssysteme wie bei uns. Darum ist Corona für Frauen im globalen Süden noch viel, viel, viel problematischer. Aber dazu später in unserer Diskussion. Mein Name ist Andrea Brunner, ich bin Bundesfrauengeschäftsführerin der SPÖ und gemeinsam mit Barbara Hofmann und Angelika Striedinger vom Renner-Institut für diese Veranstaltungsreihe zuständig. Ich begrüße alle Zuseherinnen und Zuseher, die sich über Zoom eingeloggt haben und natürlich auch alle, die über Facebook dabei sind. Sie kennen uns auf den Facebook-Seiten der SPÖ-Frauen, des Karl-Renner-Instituts, aber auch vielen anderen Facebook-Seiten folgen. Wenn Sie auf einer dieser Seiten sind, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sogenannte Watchpartys einrichten würden, damit Ihre Freundinnen und Freunde auch an unserem wichtigen Thema dranbleiben können und sehen, über was wir heute Wichtiges diskutieren. Ja, Sie können kommentieren und Fragen stellen, sowohl auf Zoom als auch über Facebook, aber wie das genau funktioniert, werde ich euch Ihnen dann gleich noch kurz sagen. Vorher will ich Ihnen noch die Diskutantinnen und unsere Diskussionsreihe vorstellen. Heute im Gespräch Frauen im globalen Süden geht es, wie ich vorhin schon gesagt habe, darum, einen Blick über den österreichischen Tellerrand zu werfen. Deswegen beginnen wir mit einer inhaltlichen Einführung von Beatrix Bücher Anja Muzala. Entschuldigung, jetzt habe ich das wieder eingebaut. Beatrix Bücher Anja Muzala ist selbstständige Konsulentin für Gender und Diversity mit dem Schwerpunkt auf humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit und hat am Video-Update zu Gender und Covid-19 mitgearbeitet. Übrigens sehr, sehr interessant, dieses Video-Update, das sollte man sich zu Gemüte führen. Danach folgt ein frauenpolitischer Kommentar von Petra Bayer. Petra Bayer ist die Bereichssprecherin der SPÖ für globale Entwicklung und Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses des Europarats. Sie hat einen sehr breiten Blick auf dieses Thema und ist eine sehr treibende Kraft in der SPÖ zu diesem Thema. Ich freue mich schon auf beide Inputs. Bevor wir aber zu den Inputs kommen, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir auf der Website www.frauenundcorona.at durchgeschrieben eine hervorragende Informationsseite mit vielen Artikeln, mit Inputs haben. Und was noch viel wichtiger ist, dass Sie dort alle bisherigen Veranstaltungen nachschauen können und natürlich auch ab morgen diese Veranstaltung nachschauen können. Und Sie können auch nachlesen, was die wichtigsten Ergebnisse dieser Veranstaltung waren. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass dieses Video aufgenommen wird, weil es auch auf Facebook gestreamt wird und weil wir eben morgen auf dieser Facebook-Seite, auf dieser Website frauenundcorona.at dieses Video zugänglich machen wollen, damit auch später noch darüber diskutiert werden kann. Ja, und jetzt will ich Ihnen noch geschwind sagen, wie Sie sich an der Diskussion beteiligen können. Ich wiederhole das aber später noch einmal nach den Inputs, nur dass Sie jetzt schon mal sich Gedanken machen können, wie Sie mitmachen wollen. Es gibt Beteiligungsmöglichkeiten entweder über die Zoom-Funktion Chat. Einfach dort reinschreiben, was Ihre Fragen, Anregungen, Ideen sind oder auch Kommentare. Oder Sie können auch Facebook-Kommentare unter dem Video abgeben. Meine Kolleginnen Barbara Hofmann und Angelika Striedinger werden die Fragen sortieren, zusammenführen, filtern und mir dann mitgeben, damit ich sie dann in die Diskussion einbringen kann.
Wir wissen aus den vorigen Veranstaltungen schon, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, alle Fragen und Kommentare hier live zu behandeln, weil wir eine sehr begrenzte Zeit haben, es ist nur eine Stunde. Nicht behandelte Fragen werden wir aber im Nachhinein beantworten, bearbeiten und auf Facebook dann noch zur Verfügung stellen, damit auch wirklich alle, die heute mitdiskutieren wollen, Kommentare abgeben, auch wirklich noch eine Positionierung dazu bekommen. Ja, und wenn es Fragen gibt, die von den letzten Malen übrig sind, die zum heutigen Thema gut passen, und diese Fragen gab es immer, versucht man natürlich, die auch heute wieder einzubauen. So, jetzt ist einmal dieser formale Teil abgehakt quasi. Jetzt geht's wirklich los und ich bitte die liebe Frau Bücher-Anja Mtsula um ihren Input. Dürfte ich Sie bitten, jetzt hier uns Ihren Input vorzustellen. Entschuldigung. Schönen guten Abend allen, die sich Zeit genommen haben heute Abend. Vielen Dank auch die Organisatorinnen für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute mal Gelegenheit haben, so ein bisschen über den österreichischen und auch den europäischen Tellerrand hinauszublicken. Frauen im globalen Süden sehen sich ja täglich sehr großen Herausforderungen gegenüber, die durch die Corona und die Maßnahmen zur Eindämmung nur noch verstärkt werden. Ich würde gerne ein paar dieser Herausforderungen thematisieren und auch ein paar Beispiele dazu aus verschiedenen Kontexten bringen und schauen vielleicht auch, wo es so bereits auch recht praktische Lösungsansätze gibt. Ganz wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang das Thema sexuelle und reproduktive Gesundheit, weil hier die Pandemie ganz fatale Folgen für Frauen und Mädchen hat, also die Pandemie bzw. die Maßnahmen zur Eindämmung. Das fängt an beim Zugang zu sicheren Verhütungsmethoden und hört bei der Geburtshilfe auf. Immer weniger Frauen und Mädchen haben Zugang zu sicheren Verhütungsmethoden, entweder weil die staatlichen oder auch zivilgesellschaftlichen Programme heruntergefahren wurden, weil Versorgungsketten unterbrochen sind. So gibt es zum Beispiel viele afrikanische Länder, die befürchten müssen, dass es bald also keine Verhütungsmittel mehr gibt, weil die aus Russland, aus Indien geliefert werden oder weil sich Frauen und Mädchen Pille, Kondome und so weiter einfach nicht mehr leisten können. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen könnten 6 Monate Corona-Maßnahmen dazu führen, dass 7 Millionen Frauen und Mädchen ungewollt schwanger werden, mit den allen möglichen Folgen, zu negativen Folgen und langfristigen Folgen auch für das Leben der Mädchen und Frauen. Ganz konkret besteht auch die Gefahr, dass Komplikationen in der Schwangerschaft und der Geburt nicht oder zu spät behandelt werden oder erkannt werden. Und hier lassen vor allem Zahlen aus der Ebola-Epidemie aus Westafrika befürchten, dass die Zahl der Frauen, die sterben werden, weil sie nicht die richtige, also oder keine ausreichende Geburtshilfe bekommen, über den Corona-Toten liegen könnte. Zum Beispiel aus Uganda gibt es praktisch jeden Tag Berichte von Frauen, die bei der Geburt sterben oder ihre Babys verlieren, weil sie keinen Zugang zu Geburtshilfe haben. Es gibt auch immer mehr Hausgeburten, was an und für sich ja nicht das große Problem ist, aber wenn sie natürlich ohne ausgebildete Geburtshelferinnen stattfinden, dann bringt das sehr große Risiken für die Frauen und auch für die Kinder. Ein zweites wichtiges Thema ist sicher der Anstieg häuslicher und geschlechtsbasierter Gewalt. Das kennen wir ja auch aus Österreich und vielen anderen westlichen Ländern, wo es einerseits natürlich Risiken innerhalb der Familie gibt, gleichzeitig auch außerhalb. So wie natürlich in allen Kontexten führt der Stress, der mit den Ausgangssperren zusammenhängt, und die sind ja natürlich auch in vielen Ländern viel strikter, als wir das jetzt bei den Ausgangsbeschränkungen erlebt haben. Fehlendes Einkommen, also wirklich gänzlicher Wegfall des Einkommens, das natürlich auch in vielen Fällen vorher schon recht karg war. Sehr beengte Wohnverhältnisse, das alles führt natürlich zum erhöhten Konfliktpotenzial und damit auch Gewaltrisiko innerhalb der Familie. Und natürlich ist es immer schwieriger, jetzt für Frauen und auch betroffene Kinder Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil natürlich vor allem jene, die also keinen Zugang zu Internet, Telefon und so weiter haben. Und ja, man könnte das natürlich auch, wenn man so ein bisschen in Lösungsansätze vielleicht überlegen könnten,
Man könnte das natürlich auch an mobile Gesundheitsservices anbinden, an Corona-Aufklärung, da wirklich auch die Prävention von geschlechtsbasierter Gewalt auch sozusagen einbinden. Aber das muss man sich natürlich je nach Kontext immer anschauen, was tatsächlich möglich ist, vor allem, wo es eben, wie gesagt, keinen Zugang zu Internet, zu Telefon gibt. Außerhalb des Haushalts gibt es natürlich auch das Risiko, dass Frauen und Mädchen, wenn sie überhaupt kein Einkommen haben und überhaupt keine Mittel mehr haben, unter Umständen auch gezwungen sein können, Sex gegen Lebensmittel oder andere Unterstützung einzutauschen. Das kennen wir natürlich aus sehr vielen humanitären Kontexten seit vielen Jahren, aber das Risiko besteht natürlich hier genauso. Die Vereinten Nationen schätzen, dass das Risiko besteht, dass 31 Millionen Frauen zusätzlich zu den sozusagen unter Anführungszeichen normalen Fällen oder üblichen Fällen von geschlechtsbasierter Gewalt betroffen sein könnten, wenn die Corona-Maßnahmen 6 Monate lang aufrecht bleiben. Und ganz konkrete Beispiele gibt es zum Beispiel aus Kenia, aus Rio de Janeiro. In Rio zum Beispiel hat die Zahl der gemeldeten Fälle von häuslicher Gewalt seit Beginn der Corona-Maßnahmen um 50% zugenommen. Also man sieht das konkret. Natürlich wird man das erst im Nachhinein oft sehen, weil die Zahlen zeigen. Ganz besonders gefährdet sind natürlich hier Frauen und Mädchen mit Behinderung, die auch aus anderen Kontexten höheres Risiko haben, als Frauen und Mädchen ohne Behinderung Gewalt durch ihren Partner zu erleben. Also hier sind wir einfach ein hohes Risiko, und natürlich, wenn der Stress innerhalb des Hauses groß ist und wenn es an Mitteln fehlt, dann sind natürlich Frauen und Mädchen mit Behinderung ganz besonders betroffen. Ein drittes Problem, sozusagen auch vor allem für die nächste Generation von Frauen, ist die Unterbrechung des Schulunterrichts. Die UNESCO schätzt, dass weltweit derzeit 1,2 Millionen Schülerinnen und Schülern von Schulschließungen betroffen sind. Wirklich ganz aktuelle Zahlen jetzt von Ende Mai. Und für viele Mädchen könnte das tatsächlich bedeuten, dass sie vielleicht nie mehr wieder in die Schule gehen, weil natürlich bei vielen Mädchen im globalen Süden der Schulunterricht ohnehin, vor allem je älter sie werden, oft auf wackeligen Beinen steht. Jetzt konkret in der Corona-Zeit übernehmen Mädchen natürlich eine stärkere Rolle oder oft, nicht immer natürlich, aber sehr oft eine stärkere Rolle als Buben im Haushalt, kümmern sich mehr um kleinere Geschwister oder andere Familienmitglieder, die vielleicht Versorgung brauchen, helfen meistens den Müttern natürlich bei allen Haushaltstätigkeiten, Wasser holen und so weiter. Und deswegen haben die Mädchen oft einfach überhaupt keine Zeit, selbstständig weiterzulernen. Wenn es Ressourcen für Homeschooling gibt, dann werden die wahrscheinlich auch eher für Buben eingesetzt. Jetzt, ich habe jetzt gerade keinen Ton. Wir stehen jetzt gerade im Ton. Frau Bücher, Anja Zula, hören Sie mich? Funktioniert das gerade? Wir haben hier gerade ein technisches Problem, glaube ich. Ich würde jetzt kurz zusammenfassen, was bis dato gesagt worden ist, und vielleicht kann man dann wieder in das Gespräch einsteigen, wenn es in eurem Sinne ist. Die Frau Bücher, Anja Zula, hat wichtige Themen angesprochen, die für die Frauen im globalen Süden sehr, sehr relevant sind, die in Wirklichkeit im Brennglas Themen sind, die uns in Österreich ja auch nicht auch betreffen, nämlich die Frage der sexuellen und reproduktiven Rechte, die Frage, was Komplikationen in der Schwangerschaft bedeuten, bei der Geburt. Also Themen, die uns ja auch bewegen, und gerade wenn ich die Penny Bayer anschaue, die Fragestellung, wie wir mit dem, jetzt ist die Frau Bücher an dem Zula wieder da, und ich gebe jetzt nochmal weiter, damit wir hier die Debatte weiterführen können, und ich werde dann nochmal im Nachhinein kurz zusammenfassen. Frau Bücher an dem Zula, funktioniert es wieder für Ihnen? Gut, herzlichen Dank.
Okay, wir dürfen hier wirklich Internetprobleme haben. Ich fasse, jetzt geht's wieder. Ich mache mal weiter. Ich hoffe, wir bleiben stabil. Ja, das ist natürlich nicht sehr günstig. Aber gut, ich probiere es mal. Gut, also als viertes Thema würde ich gern auch das schon angesprochene Thema der Situation von Arbeiterinnen im informellen Sektor ansprechen. Also wie erwähnt, zum Beispiel Kleinbäuerinnen, Marktfahrerinnen, Tagelöhnerinnen, Straßenhändlerinnen, Müllsammlerinnen auch. Ganz wichtig natürlich, und auch Haushaltshilfen. Die sind natürlich wirtschaftlich ganz extrem von den Ausgangssperren und anderen Corona-Maßnahmen betroffen und haben oft ihr spärliches Einkommen auch ganz verloren. Hier ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, dass das im globalen Süden kein sozusagen kleiner Bevölkerungsanteil ist, nicht, dass es nicht trotzdem auch ein wichtiges Problem wäre, aber insgesamt in den Ländern mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen ungefähr 92% der Frauen im informellen Sektor tätig. Die sind natürlich jetzt, wie wir alle oder viele von uns zumindest, gefordert, wieder sozusagen mehr Haushaltsarbeiten, Kinderbetreuungsarbeiten vor allem zu übernehmen, wo die Schulen geschlossen sind. Und gleichzeitig ist es ihnen aber unmöglich oder sehr schwierig, nur ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten oder es fehlt hat die Kunden und Kundinnen, weil die Märkte gesperrt sind oder weil der öffentliche Verkehr eingestellt wurde und deswegen einfach die Märkte nicht mehr funktionieren. Und Frauen, die sich dann über die Ausgangssperren hinwegsetzen, werden sehr oft hart bestraft oder werden konfisziert. Es gibt zum Beispiel Berichte von brutaler Polizeigewalt gegen Frauen, die versucht haben, ihre Produkte auf die Märkte zu bringen, in Indien zum Beispiel. Aus Indien. Es gibt hier aber auch positive Beispiele, wenn wir zum Beispiel wieder nach Uganda schauen. Dort haben sich Marktfahrerinnen und Motorradkurier zusammengetan und können jetzt mittels einer App bestellte Waren von den Marktfahrerinnen abholen lassen und in die Haushalte bringen lassen, dass zumindest ein bisschen was von diesen Auswirkungen gemildert wird. Also man braucht auch nicht immer die große Infrastruktur, wie auch bei uns natürlich auch sehr viel auf online umgestellt wird, kann man auch in vielen Ländern mittlerweile Apps und andere elektronische Möglichkeiten und Lösungen entwickeln. Als letzten Punkt will ich noch ganz kurz die Auswirkungen auf Frauen erwähnen, die politisch oder zivilgesellschaftlich aktiv sind. Hier werden leider von sowohl staatlichen Akteuren, aber auch nichtstaatlichen Akteuren, wird oft die Situation dazu missbraucht, die Aktivitäten von Frauen einzuschränken oder auch den Aktivistinnen selbst Schaden zuzufügen. Es gibt zum Beispiel Beispiele aus Simbabwe, wo 3 Oppositionspolitikerinnen entführt worden sind und geschlagen worden sind und unter sehr mysteriösen, würde ich jetzt mal sagen, Umständen und auf jeden Fall ein Minister sich auch wirklich sehr negativ über die Oppositionspolitikerin in diesem Zusammenhang geäußert hat es wirklich also kein wirklich Interesse offensichtlich gibt der Regierung das auch aufzuklären. Oft kommt es auch zu willkürlichen Verhaftungen unter dem Deckmantel der Corona-Maßnahmen von Aktivistinnen. Da gibt es auch Beispiele zum Beispiel aus Honduras oder Ägypten. In Kolumbien sind Menschenrechtsaktivistinnen ganz akut betroffen, weil nichtstaatliche Gruppen die Situation jetzt ausnutzen, dass der Schutz von Menschenrechtsaktivistinnen jetzt auch runtergefahren worden ist. Frauen unmittelbar bedroht sind und auch schon Frauen getötet wurden, weil eben der staatliche Schutz wegfällt und sozusagen Gruppen hier wieder verstärkt aktiv werden. Abschließend möchte ich noch ganz kurz auf Maßnahmen eingehen, die, glaube ich, wichtig wären. Nur ganz kurz zusammengefasst. Erstens müssen sicher Sofortmaßnahmen gesetzt werden, die spezifische Frauen von
Bedürfnisse von Frauen berücksichtigen. Also einmal, dass zum Beispiel die medizinische Versorgung im Bereich sexuelle Gesundheit als essentielles Service gewährleistet wird und Mittel, die jetzt vielleicht umgeleitet werden in die Pandemie-Response, auf jeden Fall wieder ersetzt werden, um hier auch langfristig keine Lücken zu schaffen. Zweitens ist sicher auch sehr wichtig, jetzt schon langfristige Maßnahmen zu planen. Also zum Beispiel sicherzustellen, dass Frauen im informellen Sektor in soziale Sicherheitssysteme integriert werden und die sozialen Sicherheitssysteme natürlich auch ausgebaut werden. Und drittens ist wichtig natürlich, das alles gemeinsam mit Frauen und Mädchen in der Planung und Umsetzung zu bewerkstelligen, weil nur so wichtig sichergestellt werden kann, dass die Maßnahmen tatsächlich auch den Bedürfnissen von Frauen und Mädchen entsprechen, und zwar von allen Frauen, von Frauen mit Behinderung, von indigenen Frauen, älteren Frauen und Frauen aus der LGBTIQ-Community. Da möchte ich auch freue mich sehr, dass ich es geschafft habe, ohne weitere Internet. Freue mich auf den Beitrag von Benny Bayer und auf die Diskussion. Danke sehr. Vielen Dank. Das war jetzt ein breites, extrem spannender Überblick, auch mit guten Beispielen aus allen möglichen Ländern, von Simbabwe über Uganda, wo es dieses tolle Beispiel gibt, dass Frauen sich mit Fahrern zusammengetan haben und quasi als Marktfahrerinnen über Apps Lebensmittel zu den Leuten liefern. Ich glaube, die relevanten Themen, es sind ganz viele extrem relevante Themen. Was mich sehr bewegt, ist das Thema sexuelle und reproduktive Rechte. Das habe ich vorhin schon auch angesprochen, weil das auch gerade für uns ein Thema ist, das uns in Österreich auch aktuell sehr bewegt, weil wir natürlich auch die Fragestellung haben, wie kommt man zum Schwangerschaftsabbruch sogar hier. Ganz wichtige Themen, natürlich die Frage, wie haben Frauen Zugang zu sozialen Absicherungssystemen, wie haben Marktfahrerinnen, wie haben Müllsammlerinnen die Möglichkeit, zu ihrem Geld zu kommen. Und ich glaube, ganz eine wichtige Fragestellung, und das war diese Maßnahme 3, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, ist einfach, dass man mit Frauen und Mädchen gemeinsam plant und gemeinsam Maßnahmen setzt. Und in dem Sinne würde ich jetzt gerne an dich, liebe Benny Bayer, weitergeben, mit dem einen Hinweis, unser Feminismus ist international, und wenn Schwestern, Frauen in anderen Ländern verfolgt, missbraucht und gequält werden, dann werden wir nicht still sein, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Ja, liebe Benny. Danke, Andrea, in der Tat, so schaut's aus. Erstens einmal vielen lieben Dank, Beatrix, für diese sehr plastische Schilderung von konkreten Frauenleben momentan im globalen Süden. Danke auch Andrea und dem Renn-Institut. Ich finde es sehr wichtig, dass wir dieses Thema auch gewählt haben und eben über den europäischen und österreichischen Tellerrand hinausschauen, weil ich bin davon überzeugt, Covid-19 werden wir global in den Griff kriegen oder wir werden es gar nicht in den Griff kriegen. Und was ich vielleicht noch zu dem, was Beatrix gesagt hat, abstrakt hinzufügen mag, ist, viele dieser Beispiele zeigen auch sehr klar aus entwicklungspolitischer Perspektive, wie sehr wir davon bedroht sind, dass diese Pandemie ganz viele Erfolge, die wir schon haben, auch wieder zunichte machen kann. Sei es der Schulbesuch von Mädchen, sei es, dass es wieder mehr Zwangs- und Kinderheirat gibt, dass es mehr Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung gibt, dass die Müttersterblichkeit steigen könnte und nicht zuletzt, dass der Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten eingeschränkt werden kann. Und ich möchte darauf hinweisen, dass UNFPA, der Weltbevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, ein sehr gutes Paper herausgegeben hat, das man sehr einfach googeln kann, wo sie projizieren, was heißt das ganz konkret in Zahlen, wenn der Lockdown in gewissen Ländern noch länger anhält und wenn zum Beispiel die Lieferketten bezüglich Verhütungsmittel nicht so funktionieren, wie wir gewohnt sind, dass sie funktionieren. Das ist ein Papier, so ein 6- oder 7-Seiter, den ich sehr empfehlen kann. Wenn man dieser Krise, und das ist schwer zugegeben, aber wenn man dieser Krise irgendwas Positives abgewinnen kann, dann wenigstens das, dass alle die
entweder noch immer nicht behirnt haben oder noch immer nicht akzeptiert haben, dass wir in einer Welt voller Ungleichheiten leben. Nicht nur zwischen Männern und Frauen, auch zwischen Nord und Süd, zwischen Weißen und Schwarzen, wie man jetzt gerade leider sehr plastisch vor Augen in den USA geführt kriegt. Dann denke ich mal, dass das Positive unter Anführungszeichen von Corona das ist, dass es quasi wie eine Lupe wirkt, wie ein Brennglas und alle diese Ungerechtigkeiten und Unzulänglichkeiten unseres Systems, in dem wir leben, sehr gut zum Ausdruck bringt, zum Vorschein bringt. Und eins ist aus meiner Sicht klar, sobald wir diese Krise überwunden haben, und mit der, es ist ja nicht nur eine Gesundheitskrise, es ist mittlerweile eine soziale Krise und eine Wirtschaftskrise für ganz viele Leute, die lange nicht vom Virus selber betroffen waren, ist, dass wir nachher, zum Beispiel sobald wir einen Impfstoff haben oder ein Medikament haben, nicht einfach wieder zum Business as usual zurückgehen dürfen, sondern wirklich uns überlegen, wie eine Zukunft neu und anders ausschauen kann. Also wir müssen uns, glaube ich, wirklich eine neue Zukunft denken, in dem Sinne, wie Gesellschaftsstrukturen funktionieren, in dem Sinne, wie der Einsatz von natürlichen Ressourcen von Staaten geht, aber auch wie unser Wirtschaftssystem eigentlich funktioniert, das ja auf Ausbeutung beruht und ganz wichtig, wie die Rolle von Geschlechtern auch in Zukunft gestaltet werden kann, weil nur damit können wir einen Backlash, der ja jetzt gerade auch wirklich ganz massiv beginnt, auch verhindern und dem einen Riegel vorschieben, in den wir da wirklich neue Maßstäbe setzen und als Welt uns auch in Sachen Geschlechterfragen wirklich neu aufstellen. Eine neue Welt muss eine sein, die für alle Menschen besser ist, wo es nicht nur gleiche Chancen, sondern auch gerechte Startvoraussetzungen für alle Menschen geben will. Weil zu sagen, ich gebe Männern wie Frauen, Burschen wie Mädchen den Zugang zum Schulsystem, heißt ja noch lange nicht, dass sie das beide gleichermaßen wahrnehmen können. Eine neue Welt muss aber auch eine inklusive sein. Wir leben ja mitten in den 15 Jahren, wo die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen wir bis 2030 umsetzen wollen. Und eins der großen Leitmotive dieser Sustainable Development Goals ist Leave no one behind. Das gilt jetzt noch mehr als je zuvor. Eine neue Welt muss aber auch wirklich eine nachhaltige sein, eine nachhaltige im Sinne von Umwelt, von Sozialen und von Wirtschaft. Also alle drei Dimensionen spielen da eine große Rolle. Und sie muss eine widerstandsfähige sein für neue Herausforderungen, die uns jederzeit wieder drohen können. Sei es jetzt in Form einer Gesundheitspandemie oder sei es in Form eines Bankencrashes. Und es gibt noch vieles, an das wir überhaupt nicht denken, das auch sein kann. Und was ich glaube auch noch, was so klar wird mit Corona ist, dass eine neue Welt eine global noch viel mehr vernetzte im Sinne von solidarischen Zusammenarbeiten sein muss. Und wir Probleme, die wir haben, gemeinsam stemmen. Also eine neue Welt muss eine bessere sein oder sie wird nicht mehr lange eine sein oder nicht mehr lange eine für die Menschen. Um auch die politische Dimension anzusprechen, da brauchen wir jetzt gar nicht so sehr in den Süden schauen. Manche Regime, manche Regierungen, wie zum Beispiel Polen, Ungarn, die Türkei, verwenden politisch ja auch diese Krise, um gerade im Sinne von Frauen Rechte zurückzudrehen, zurückzunehmen. Oder auch in Spanien, wo den Frauen vorgeworfen worden ist, ihr habt so große Frauentagsdemonstrationen am 8. März gemacht. Ihr seid die Schuldigen daran, dass sich in Spanien das Virus so schnell ausgebreitet hat. Also das alles sind auch politische Dimensionen, die wir im Auge haben müssen. Ganz besonders besorgt bin ich über die Situation in Brasilien, wo Präsident Bolsonaro dieses Virus wirklich auch dazu ausnutzt, wirklich an Indigenen und an Frauen dort eine Art Völkermord, wenn man dieses furchtbare Wort in dem Zusammenhang sich traut, in den Mund zu nehmen. Aber es geht schon in die Richtung wirklich unternimmt. Was aus entwicklungspolitischer Sicht aus meiner Wahrnehmung heraus ganz besonders wichtig ist momentan, ist einerseits wirklich Gesundheitssysteme zu stärken, weltweit zu schauen, dass die Infrastruktur, die Ausrüstung und die Ausbildung der im Gesundheitswesen aktiven besser wird, auch deren Bezahlung. Das ist nicht nur eine Frage, die für Österreich gilt, dass wir
statt Applaus wirklich auch Geld wollen, sondern das gilt natürlich auch international so. Und in dem Zusammenhang mag ich was anbringen, was ich vor einiger Zeit mit ein paar Studierenden gemeinsam gestartet habe, nämlich eine Petition im Parlament, die man auch auf der Seite des österreichischen Nationalrats oder des Parlaments unterstützen kann. Ich werde dann auch schauen, ob ich in den Chat die URL dazu reinspielen kann. Es ist eine Petition, wo es darum geht, dass ja jetzt sehr viel geforscht wird an einem Medikament gegen das Virus. Und es ist mir so unendlich wichtig, dass dieses Medikament auch für alle zugänglich sein muss und für alle nicht leistbar, es muss für alle gratis sein. Es geht jetzt nicht um Impfpflicht, das will ich überhaupt nicht diskutieren, aber es geht darum, dass alle, die ein Medikament dagegen nehmen wollen, es nehmen können sollen und dass nicht Pharmafirmen Profite im Auge haben, sondern wirklich das Wohl der Menschheit im Auge haben. Wenn man auf der Parlamentsseite Bayer, Covid und Petition sucht oder auch 16-PET, dann findet man das Ding und kann das dann dort auch unterstützen. Aus österreichischer Sicht oder aus innenpolitischer Sicht, was so die Relation zum Süden betrifft, ist mir sehr wichtig, wir haben einen 100 Millionen Soforthilfefonds als sozialdemokratischer Parlamentsclub gefordert. Ein dementsprechender Antrag liegt im Parlament. Wir wollen mit diesem Soforthilfefonds auch einen österreichischen Beitrag dazu leisten, dass sich Länder im Süden leichter tun, eben ihre Gesundheitssysteme, aber auch ihre, wie die Beatrix gesagt hat, auch ihre Sozialsysteme, ihre sozialen Schutzsysteme besser auszustatten. Und ich finde es auch für wichtig, diese Diskussion zu führen, dass man einen Schuldenerlass all jenen Ländern angedeihen lässt, die diese Gelder, die sie dann immer mehr an Schulden zurückzahlen müssen, in Gesundheitssysteme, in Sozialsysteme investieren. Ich finde es auch für sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt darauf schauen, dass alle jene NGOs, österreichischen NGOs, die mit ihrer Arbeit vor Ort einen ganz wichtigen Beitrag leisten, dass Covid-19 überwunden werden kann, dass man denen hilft. Sei es jetzt Licht für die Welt, die ganz speziell Menschen mit Behinderungen im Auge haben, oder sei es die Volkshilfe oder der Samariterbund und viele andere, die so die soziale Inklusion vorantreiben, sei es kleine Organisationen, Jugend eine Welt, der Entwicklungshilfeclub, und aber auch viele, die in Österreich Entwicklungs- und Informationsarbeit, Bildungsarbeit machen, wie eben zum Beispiel die Frauensolidarität oder Südwind, dass die auch nicht in Stich gelassen werden und dass man denen auch wirklich eine Existenz als NGO weiter sichert, weil die machen ganz eine wichtige Arbeit. Da gehört auch dazu, dass vertragliche Sicherheiten bestehen, weil die halt manche Dinge, die in ihren Leistungsverträgen stehen, aufgrund von Corona gar nicht einhalten können. Um auch zu einem Ende zu kommen, ich glaube, ganz besonders müssen wir jene im Blick haben, die vielfältig diskriminiert sind. Nicht nur jetzt in Zeiten von Corona, sondern immer. Also ich glaube, momentan ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du eine Frau bist, dass du jung bist, dass du behindert bist, im Süden lebst und vielleicht noch einer ethnischen Minderheit angehörst. Dann bist du wirklich vielfach diskriminiert und vernachlässigt. Und in vielen Fällen ist der Schutz nicht so einfach wie bei uns. Ja. Homeoffice oder Homeschooling geht in vielen Ländern nicht. Distanz halten geht in vielen Ländern nicht. Dazu gibt es viel zu dichtes Zusammenleben oder auch Hände waschen, wenn ich nicht einmal Wasser zum Trinken habe, ist ein frommer Wunsch. Also ich glaube, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir mit all dem, was wir tun, jene Menschen vor allem unterstützen, die so multiple Diskriminierungen erleben und wie die Beatrix das eh auch schon gesagt hat, mit ihnen gemeinsam als starke, wissende und Partnerinnen mit Erfahrung Lösungen für ihre eigenen Probleme finden, suchen und finden und umsetzen. Danke. Danke, liebe Petra, liebe Benny Bayer. Da war jetzt sehr vieles drinnen, unter anderem die Petition, die wir jetzt in den Zoom-Chat schon gestellt haben, die auch noch auf Facebook gestellt werden wird. Jetzt, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sind Sie dann dran. Ich will nur noch mal ganz kurz einen Gedanken hier mitgeben, den die Benny jetzt auch noch mal angesprochen hat. Der aus dem Referat von der Frau Bücher, Anja Walzula, ich entschuldige mich dafür, dass ich den Namen immer falsch ausspreche, es tut mir wirklich so leid, vorher noch mitgekommen ist, ich habe das ganz übersehen gehabt, die Frage, wie geht es den Mädchen, wenn sie jetzt nicht in die Schule gehen können, was heißt das eigentlich
dass wenn sie jetzt eh schon in dieser prekären Situation sind, nicht in die Schule gehen können, heißt es vielleicht, dass Mädchen damit jetzt Ende ihrer Schulkarriere haben. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr relevante Frage, die wir uns auch widmen müssen. Und was wir uns natürlich immer widmen müssen, ist die Frage, was können wir gemeinsam tun, dass die Gesundheitssysteme weltweit verbessert werden, dass Frauen einen Zugang zu Gesundheitssystemen haben, dass sie eine gute Situation haben, wenn die Kinder gebären, dass sie eine gute Situation haben, auch um an Wasser zu kommen. Das ist eine ganz relevante Frage. Und ich glaube, diese Fragen will ich jetzt hier mal so einfach mal mitgeben aus diesen beiden Referaten. Wie können Sie mitdiskutieren, nochmal zur Information? Sie können einerseits über die Zoom-Funktion hier im Chat einfach Fragen, Kommentare hinterlegen oder auf der Facebook-Seite der SPÖ-Frauen oder des Rheininstituts einfach unter dem Posting Fragen, Kommentare schreiben. Meine Kolleginnen, die Barbara Hofmann und die Angelika Stridinger, sortieren und filtern die Kommentare und Fragen und ich bekomme die dann quasi zur Verfügung gestellt und stelle Fragen an die beiden Referentinnen. Und jetzt als allererstes habe ich auch schon gesehen, dass schon Fragen in meinem Fragendokument sind. Und unter anderem, weil es auch so ein großes Thema war, mit der Frage zum Thema Frauengesundheit und reproduktive Rechte. Da ist die Frage, wie hat Corona und der Lockdown den Zugang zu Schwangerschaftsabbruch verändert? Gibt es diesbezüglich Informationen auch in Österreich? Und dann ist der Nachfolgesatz Infos, wie sieht es mit Imifigine bei niedergelassenen Güns aus? Ich würde jetzt Sie, Frau Büchanja, ich muss mir den Namen jedes Mal wieder anschauen, wie man es richtig ausspricht, es tut mir so leid. Frau Büchanja Mzala bitten, kurz einmal darauf einzugehen und dann die Penny Bayer. Es tut mir so leid, dass ich den Namen immer falsch ausspreche. Wirklich kein Problem, wir können wirklich gerne bei Büchern bleiben. Aber ich habe nur leider die Frage jetzt nicht gehört, weil ich kurz offline war. Mein Internet sei noch ein bisschen instabil. Es geht um den Zugang zu Schwangerschaftsabbruch. Gibt's, also, was heißt das für die Frauen? Da ist nochmal die Frage aufgetaucht. Sexuelle und reproduktive Rechte ist eine wichtige Frage, die hier aufgetaucht ist. Genau, also das ist natürlich in vielen Ländern ohnehin ein Problem, weil Schwangerschaftsabbruch in sehr vielen Ländern, zum Beispiel im südlichen Afrika, nicht legal ist und nicht zugänglich ist. Natürlich, wenn jetzt die Gesundheitsleistungen sowieso die gynäkologische Versorgung sowieso eingeschränkt ist, beziehungsweise Frauen einfach auch nicht hin können, weil es keinen öffentlichen und privaten Verkehr in vielen Ländern mehr gibt oder wirklich komplette Ausgangssperren. Selbst dort, wo es sozusagen Abtreibungen geben würde, ist es jetzt sehr unwahrscheinlich, dass Frauen Zugang haben. Und gleichzeitig kommt eben dazu, dass sehr viele Frauen ungewollt schwanger werden und sozusagen das Problem des ohnehin schon sehr schlechten Zugangs wirklich also extrem verstärkt wird. Also ich kenne wieder ein Beispiel aus Uganda, wo auch eine Studentin gestorben ist beim Versuch, also beim privaten Anbieter, wenn man das so sagen würde, oder sozusagen unter nicht sicheren Umständen abzutreiben. Also die Beispiele gibt es, Zahlen kenne ich dazu jetzt keine, aber natürlich, wie auch Benny Bayer schon gesagt hat, es ist ein Problem, das durch die Krise einfach extrem verstärkt wird. Was ich dazu ergänzen kann, vielleicht einmal kurz aus globaler Sicht auch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und ich glaube, ich habe es richtig im Kopf, dann in 14% der Fälle von Müttersterblichkeit sind unsichere Schwangerschaftsabbrüche schuld an dieser Müttersterblichkeit. Das sind eben das, was Beatrix sagt, tut mir leid, wir sind Bertou, ich brauche den Nachnamen nicht aussprechen, was Beatrix einerseits angesprochen hat mit privaten Anbietern oder auch mit selbst oder in der Familie versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Also das ist, was wir in Österreich als Hinterhofkurpfuscher früher bezeichnet haben. Und da ist die Gefahr, dass das extrem ansteckt und dass es extrem viel größer wird. Ja?
Eben und der Grund dazu ist eben die schwerere Zugang zu Verhütungsmitteln. Und das ist in normalen Zeiten, in Zeiten ohne Corona, ohne Lieferengpässe, mit funktionierenden Supply Chains schon so, dass ungefähr 225 Millionen Frauen weltweit gerne verhüten würden, aber nicht können, weil sie keinen Zugang dazu haben, weil sie keine Kenntnisse darüber haben oder weil sie es sich nicht leisten können. So viel einmal zum globalen Kontext. Und zu Österreich, zu der Frage, wie das in Österreich ausschaut, ja, also da war auch gerade am Anfang der Krise, im März, sage ich jetzt einmal, hatten wir einerseits die Situation, dass hier Spitäler angehalten waren, alles quasi Unnötige hintanzustellen. Wobei ein Schwangerschaftsabbruch ja auch insofern nicht unnötig ist, weil ja auch nur eine gewisse Zeit rechtlich gesehen möglich ist und den kannst du nicht einfach verschieben. Aber trotzdem haben wir gesehen, dass Frauen, die sogar Termine hatten, die Termine nicht wahrnehmen konnten, weil eben Gesundheitseinrichtungen andere Prioritäten gesetzt haben, dass private Kliniken, die einen Schwangerschaftsabbruch in Österreich anbieten, das Problem am Anfang gehabt haben, dass sie auch Angst gehabt haben, nicht gut genug geschützt zu sein, die Schutzausrüstung nicht gut genug ist und auch da es zu Engpässen gekommen ist und eben Frauen die Möglichkeit nicht gehabt haben. Und wir haben das wir haben diese Situation dazu genutzt, dass wir geschaut haben, dass die Firma, die französische Firma, die Mifegyne, das ist jene Möglichkeit, dass du nicht zu verwechseln mit der Pille danach, die für die ersten 24 oder 48 Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr genommen werden kann. Nein, also Mifegyne ist eine in Österreich zugelassene pharmazeutische Möglichkeit, einen Abbruch zu machen in den ersten 9 Schwangerschaftswochen. Und da gibt es das Problem, dass die bislang nur in Spitälern abgegeben werden durfte, insofern, dass im Spital die Frau vor einem Arzt die Pille schlucken musste, um dann 2 Tage später zu Hause noch einmal eine andere, dann ohne Arzt oder Ärztin dabei. Und das ist natürlich eine sehr sperrige Möglichkeit, vor allem, weil nicht alle Spitäler bereit sind, die abzugeben und dazu zu informieren. Und wir haben, also seit gestern, um es kurz zu machen, ja, ist es jetzt so weit, und das hat echt lang gedauert, dass die Kommission, die das fachlich-medizinisch beurteilt hat, das grüne Licht dafür gegeben hat, dass künftig Mifegyne oder wie auch immer das Ding dann heißt, ja, das ist halt der Markenname dieser einen Firma, bei allen niedergelassenen Gynäkologinnen abgegeben wird können. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf den Erlass des Gesundheitsministeriums dazu, aber damit rechne ich jetzt sehr flott. Also die lange Prozedur war die Einreichung durch die Firma und die Zulassung durch eine Kommission und das medizinische Gutachten dazu und die Stellungnahmen und alles, was da dazu gehört hat. Also wir werden in den nächsten Tagen, schätze ich, auch die Möglichkeit haben, einen wesentlich leichteren Zugang bei allen niedergelassenen Gynäkologinnen zu einer viel sanfteren, viel medizinisch viel moderneren und besseren Möglichkeit der Abtreibung im Gegensatz zu der chirurgischen, sage ich jetzt einmal, die eine Form der Absaugung ist, haben. Und das ist ein guter Schritt und ein wichtiger Schritt für die Frauen und für das Selbstbestimmungsrecht aller Frauen über ihren Körper und über ihre Familienplanung. Super, Sie haben mich klatschen gesehen. Ich finde das sehr großartig. Jetzt sind wir natürlich nicht über den Tellerrand hinaus, sondern das ist ein sehr österreichisches Thema, aber eines, das ganz, ganz wichtig ist und sehr eng verbunden ist mit dem, was wir vorhin schon diskutiert haben, mit der Fragestellung von sexuellen und reproduktiven Rechten. Und wir kämpfen hier für sexuelle und reproduktive Rechte und wir kämpfen dafür, dass Frauen auf der ganzen Welt ihre Rechte in diesem Thema bekommen, dass wir gute Gesundheitssysteme haben, dass Frauen hier Zutritt zu guter körperlicher Unversehrtheit haben. Und wir haben jetzt einen Kommentar bekommen auf Facebook von Manfred Pavlik, der schreibt: Ich befürchte, dass versucht wird, die Frauenrolle zu traditionalisieren. Die Frauen haben versucht, im Lockdown die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ja, das ist ein Kommentar, aber vielleicht Frau Bücher, Anjam Zahler, wie sehen Sie das?
Der Ton ist ausgeschalten. Der Ton ist schon ist wieder aus, Frau Bücher, an Ihrem Pfeiler. Okay. Jetzt. Jetzt, glaube ich, haben wir es gehört. Ja. Ist sehr leid. Also das ist, glaube ich, ein wirklich sehr berechtigter Kommentar und danke dafür. Das stimmt natürlich, dass Frauen, sehen wir natürlich auch in sehr vielen humanitären Krisen, sozusagen die First Responders sind und wirklich auch an der sozusagen Frontlinie, wenn man so will, stehen. Es natürlich auch sehr viele Initiativen von Frauen gibt, beziehungsweise Frauen natürlich auch vor der Krise schon sehr wichtige Dienste und vor allem freiwillige Dienste geleistet haben, zum Beispiel in Indien. Sind die Community Health Worker hauptsächlich Frauen, die wirklich auch jetzt Tür zu Tür gehen, sich da sehr großen Risiken aussetzen und über Covid aufklären und so ein bisschen ein Screening machen. Das stimmt sicher und gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr viele neue Initiativen, wo Frauen sich zusammengetan haben, schauen im Rahmen der Möglichkeiten, dass es Lebensmittelversorgung gibt, dass ihre Nachbarschaften und Communities versorgt bleiben. Aber natürlich sozusagen drängt die Krise Frauen wieder mehr in traditionelle Rollen. Also das, glaube ich, kann man einfach auch nicht wegreden. Wichtig ist es eben dann auch zu schauen, wie kann man dann Frauen unterstützen, die aktiv sind und eben schauen, wie man nach der Krise auch wieder diese Verstärkung traditioneller Rollenbilder wieder reversieren kann. Wenn ich da auch noch einen Gedanken dazu loswerden kann, vollkommen richtig. Also da wird versucht, sehr viel zu zementieren, nicht nur im globalen Süden, überall, fürchte ich. Und es ist einerseits so typisch, ja. Es sind natürlich auch die weiblichen Abgeordneten, mit denen ich Kontakt habe, die sich dann darum kümmern, wie du zum Beispiel in Kenia, wo es nicht selbstverständlich ist, dass die Kids zu Hause Internet haben und Homeschooling machen können, wie denn dann zum Beispiel Radioprogramme mit Homeschooling gemacht werden können. Das sind die Frauen, die sich darum kümmern, ganz klar. Ja. Es ist aber auch so, dass in vielen Ländern des Südens und Indien, Beatrix ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel, ja, wo wir wissen, wie unendlich mühsam dieser Kampf auch gegen Gewalt an Frauen in Indien ist, dass ja ganz viele kleine Errungenschaften, die der Frauenbewegung gelungen sind, zu erkämpfen mit ganz viel Mühe, Schweiß und Ausdauer, die du halt für viele solche Dinge brauchst, dass das mit einem Wisch ganz leicht wieder zurückgewischt werden kann und dieser Backlash wirklich ein ganz extrem handfester ist für das Leben von ganz vielen Frauen. Und ich kann auch nur berichten von anderen weiblichen Abgeordneten, sowohl aus Asien als auch aus Lateinamerika, als auch ganz viel aus Afrika, dass die zum Beispiel, wenn sie gegen diesen Backlash aufstehen, ankämpfen, laut sind, Gesetzesinitiativen im Parlament einbringen, dass die mit unpackbaren Anfeindungen, körperlichen Bedrohungen, Todesdrohungen konfrontiert sind, wenn sie da versuchen, gegen diesen Mainstream, der da über sie gerade hinwegzieht, versuchen zu kämpfen. Und das ist ganz besonders oft dann der Fall, wenn sie versuchen, jetzt nicht einmal nur Frauenrechte, sondern sogar, stell dir vor, Rechte von LGBTIQ-Personen versuchen auch weiter aufrechtzuerhalten. Und die wenigen Errungenschaften, die es zum Beispiel in der Karibik, um ein ganz besonders schwieriges Pflaster zu nennen, durchzukämpfen und zu schauen, dass da, was da errungen worden ist, nicht wieder zurückgenommen wird, das ist unpackbar, mit welchen Sudelkampagnen, die dann überzogen werden und dass sich die wirklich zum Teil echt körperlich fürchten müssen, um ihr Leben. Das ist für mich ganz, ganz erschreckend und zeigt so, dass das Böse, sage ich jetzt einmal, dass das Hinterwäldlerische irgendwie immer da ist und nur quasi auf seine Chance wartet, hinterm Busch hervorzuspringen, und dem Busch bietet halt jetzt gerade Corona.
Ich finde das mit dem Hinterwäldlerischen, das hinter dem Busch hervorhüpfen will, sieht man dieser Tage ganz massiv. Also das ist vorhin eh auch schon angesprochen. Wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, wenn wir uns anschauen, Brasilien, also Bolsonaro, unpackbar, aber auch was wir teilweise in Europa erleben, es ist wirklich dermaßen ein Backlash den Frauen gegenüber. Und wir sagen das jetzt aus einer relativ privilegierten Situation, weil wir eben, wenn bei uns der Großteil der Kinder homeschoolt werden, da hat der Großteil der Kinder die Möglichkeit zu einem Computer, aber es gibt trotzdem auch in Österreich Kinder, die keinen Zugang zu Internet haben, keinen Zugang zu Computern haben. Also das ist wirklich sehr dramatisch, was eigentlich Corona hier anrichtet. Wir haben jetzt, und das, ich würde jetzt noch eine Frage aus dem Fragenpool, wir haben noch ziemlich viele Fragen, aber eine der Fragen aus dem Fragenpool nehmen, euch bitten, die noch zu beantworten, und dann müssen wir eh schon bald in die Abschlussrunde gehen. Aber jetzt noch eine Frage aus dem Fragenpool, und da geht es um das Thema politische Ableitungen. Da ist die Frage da, inwiefern berücksichtigen die politischen Prozesse rund um die Sustainable Development Goals, die du ja vorhin angesprochen hast, Penny, die speziellen Benachteiligungen von Frauen im Kontext von Corona? Wie viel politische Kraft steckt hinter diesen Bemühungen? Wie viel können diese tatsächlich für Frauen verbessern? Ja, diese Frage hat uns vorhin auf Facebook erreicht zu den SDGs, und ich würde Sie, Frau Bücher, Anni Amzahler bitten, jetzt kurz darauf zu replizieren. Der Ton ist wieder aus, Frau Büchner-Amzahler. Ja, ich höre leider immer nur die Hälfte der Fragen, und ich hoffe, dass meine Antworten trotzdem einigermaßen treffend sind. Also ich glaube, dass insgesamt die Maßnahmen also kaum eigentlich die spezifische Situation von Frauen und Mädchen in vielen Ländern berücksichtigen. Das ist leider, sehen wir in sehr vielen Krisen so, es hat sich da schon ein bisschen was getan in letzter Zeit auf internationaler Ebene, aber leider ist es dann so, wenn es hart auf hart kommt sozusagen, dann gibt es eigentlich, wird sehr vieles ausgeblendet. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben, wo die Weltbank wirklich ganz Anfang, ich glaube, es war so relativ sozusagen Anfang, wie auch die Pandemie auch Afrika erreicht hat, in Uganda sofort 15 Millionen US-Dollar aus dem Bereich oder aus einem Budget für sexuelle und reproduktive Gesundheit in die Pandemie-Response umgewidmet hat. Also ziemlich schnell einfach drüber gefahren ist und gesagt hat, okay, diese Gelder gehen jetzt in die Pandemie-Response, ist natürlich wichtig, aber trotzdem muss man sich natürlich noch anschauen, wie die Response ausgeführt ist und eben wenn einfach überhaupt nicht bedacht wird, wie die Bevölkerung zum Beispiel sich ernährt, wie die Bevölkerung Zugang zu Gesundheitssystem hat, Frauen und Männer sozusagen in ihren spezifischen Bedürfnissen. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, dass eigentlich sehr wenige Maßnahmen in vielen Ländern, nur wenige Maßnahmen tatsächlich die Situation von Frauen spezifisch berücksichtigen. Und deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, also das erstens jetzt aufzuzeigen, aber zweitens halt auch wirklich mittel- und langfristig zu denken und zu schauen, wie kann man denn das jetzt auch wieder umdrehen und wie kann man oder was ist erforderlich, dass eben auch Politikerinnen, Aktivistinnen wieder den Raum bekommen oder vielleicht hoffentlich auch mehr Raum bekommen, um ihre Forderungen wieder hörbar zu machen, weil natürlich wirklich sehr viele einfach durch die Maßnahmen, auch mundtot jetzt wirklich, muss man leider im wahrsten Sinne des Wortes gemacht werden, aber weil in vielen Ländern einfach wirklich jegliche Kritik am Vorgehen der Regierungen praktisch ausgeschalten wurde und da sozusagen wirklich sehr wenig, glaube ich, wirklich jetzt nur die konkrete Situation von Frauen berücksichtigt wird. Ja, einerseits glaube ich, dass die SDGs eigentlich ein sehr guter Wegweiser aus dieser Krise heraus wären. Also so wie ich zuerst gesagt habe, dass man nach der
Krise nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen darf und halt alles wieder so machen, wie man es immer gemacht hat. Es wird nicht funktionieren auf Dauer. Also ich glaube, da würden die SDGs uns einen sehr guten Leitfaden geben. Auch was Frauen politisch betrifft, ist es ja so, dass eigentlich in den Zielen, in diesen 169 Zielen, Frauenpolitik oder frauenspezifische Anliegen eigentlich durch die Bank oft und in fast allen Hauptzielen vorkommen, abgesehen davon, dass es ein eigenes, spezielles Frauenziel gibt. Also ich glaube, dass die theoretisch schon dazu angetan werden, auch auf Fraueninteressen zu achten. Die Frage ist halt immer, wie ernst nimmt man sie? Weil es ist ja leider kein völkerrechtlich bindendes Dokument. Und die andere Frage ist auch immer, wie gut startet man die auch finanziell aus, dass sich das, was die Ziele mir eigentlich vorgeben, und das ist ja bekanntlicherweise, sind das ja nicht nur Ziele für den globalen Süden, das sind ja Ziele für uns alle, weil auch wir in Österreich zum Beispiel kämpfen mit Gender Pay Gaps, mit damit, dass Frauen weniger verdienen als Männer, dass behinderte Menschen kaum in im ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können und andere Dinge. Also es kommt auch darauf an, wie ernst man die auch finanziell nimmt. Und was mir da in dem Zusammenhang vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, die SDGs bestehen ja nicht nur aus diesen 169 Zielen, sondern die sind ja ein ganzheitliches Dokument. Und ich habe zuerst schon dieses eine Leitmotiv von Leave No One Behind genannt. Es gibt noch ein anderes Leitmotiv und die heißen The Normative Shifts, also so normative Veränderungen. Was müssen wir eigentlich in dem, wie wir leben, wie wir Politik machen, wie wir diese Welt bewohnen, ändern? Und da geht es auch, und das ist ein klares Ziel, um eine andere Art des Wirtschaftens und um eine transkapitalistische Perspektive, wenn ich das jetzt einmal so sehr technisch sagen darf, aber ich glaube, wir sehen alle, dass dieses Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, der Neoliberalismus als ideologisches Unterfutter, diese Welt gerade gegen die Wand fährt. Und jetzt kann man sich hinstellen und zuschauen, wie es einen Clasher macht, oder man kann zeitgerecht hergehen und überlegen, wie schaut denn ein Leben hinter dieser Wand aus? Das ist ja möglicherweise ein besseres Leben für viele Menschen. Und ich glaube, das ist jetzt ein wirklich guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, wie schaut es hinter dieser Wand, auf die wir da gerade zufahren, aus und wie wollen wir alle leben und das Menschen zu vermitteln und da auch wirklich Mehrheiten dafür zu gewinnen, dass wir ein anderes Leben mit einem anderen Wirtschaftssystem leben wollen. Das wäre jetzt schon fast ein schönes Abschlusswort gewesen. Ich würde euch beide jetzt nur noch ganz kurz, weil wir schon kurz vor 19 Uhr sind, bitten, mir zwei Sachen zu beantworten. Das Abschlussding ist nämlich die Frage, wie kann man diese Aktivistinnen, die jetzt mundtot gemacht werden, hörbarer machen? Wie können wir dieses Multiplying, das wir auch leisten können, bis zu einem gewissen Grad? Und welche Maßnahmen bräuchte es in 2, 3 Sätzen, damit es den Frauen auf dieser Welt und vor allem im globalen Süden besser geht? Was können wir tun? Das wäre so ein bisschen mein Wunsch an die Abschlussrunde. Und nachdem ihr eure Statements gemacht habt, würde ich dann noch kurz zusammenfassen und einen Ausblick geben. Frau Bücher, an Jan Zahler, was wäre das jetzt? Ja, was können wir tun? Also ich glaube, erstens hinschauen. Wir waren jetzt, glaube ich, relativ lang mit einem relativ intensiven Nabelschau auch beschäftigt, berechtigterweise bis zu einem gewissen Grad, glaube ich. Aber zu sehen, dass die Krise natürlich in vielen Ländern erst anfängt, ihren Höhepunkt hat, auf jeden Fall noch ziemlich lang weitergeht. Laut sein, würde ich sagen. Also immer wieder darauf hinweisen, was passiert und einfach, ich meine, wir haben jetzt natürlich auch in dieser Veranstaltung relativ manches auch verallgemeinern müssen, manches verkürzen müssen, aber wirklich also sich konkrete Kontexte und Länder anschauen und immer wieder darauf hinweisen. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste und das, was wir tun können und vor allem die Akteurinnen, also ernst nehmen, mit ihnen reden, nicht nur immer über sie und wirklich auch, glaube ich, innovative Lösungen versuchen zu sehen, also auch was neue Technologien zum Beispiel betrifft, was ganz praktische Lösungen betrifft. Ich glaube, da kann man schon sehr viel tun. Manchmal ist man, glaube ich, auch so in traditionellen Denkmustern auch
gefangen. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, innovativ denken und laut sein. Ja, meine Überlegungen gehen fast wortident in die gleiche Richtung. Ich werde jetzt aber andere Worte dafür suchen. Ich glaube nicht, dass Frauen still sind. Ich glaube, dass Frauen still gemacht werden, absichtlich, bewusst, strategisch, von einigen wenigen patriarchalen Strukturen, von einigen wenigen wirtschaftlichen Strukturen, denen das gelegen kommt, auch Reservearmeen zu haben, etc., etc. Ja, Stimmen zu vereinen, in einem Chor aufzuschreien, der auch durchaus kakophon sein kann, der auch durchaus nicht immer vollkommen gemainstreamt ist, weil wir wollen nicht alle das Gleiche, aber wir werden uns, glaube ich, auf wichtige Fragen, die Emanzipation von Frauen betreffen, sehr einfach verständigen können, da bin ich mir ziemlich sicher. Das zum einen und zum anderen, was Maßnahmen betrifft, ja, also einerseits Frauen ernst nehmen, Frauen ganz, ganz wichtig, endlich in Entscheidungsgremien einbeziehen, gleichberechtigt einbeziehen, auf ihre Erfahrungen, auf ihr Know-how bauen, darauf eine neue Welt bauen, ein neues Fundament damit schaffen und dementsprechend alles das, was hilft, zum Beispiel Frauen zu schützen vor Gewalt und vieles andere, was jetzt auch gerade unter die Räder kommt, mag ich noch deswegen vielleicht auch anführen. Wir haben jetzt gerade eine Gesundheitskrise und eine Wirtschaftskrise und eine Sozialkrise. Aber wir werden alle in den nächsten 10 Jahren oder länger eine fundamentale Budgetkrise haben. Und es wird unpackbare Sparpakete geben. Um da jetzt schon zu schauen und jetzt schon den Finger drauf zu legen und wieder die Lupe zu verwenden, zu schauen, dass nicht am Ende von dieser Pandemie es zu einer riesengroßen Umverteilaktion von unten nach oben abermals kommt und dass es nicht die Ärmsten der Armen sind, und da gehören oft Frauen dazu, die die Kosten dieser Krise zahlen, sondern dass wirklich, wir diskutieren über Vermögenssteuern, über Erbschaftssteuern etc., dass es wirklich die sind, die es sich leisten können, auch für diese Krise zu zahlen, dass diejenigen die sind, die in den nächsten Jahren auch diese Austeritätspolitik schultern und nicht die, die eh nichts haben und man jetzt nicht anfängt, bei Sozialpolitik und Frauenpolitik und sexueller und reproduktiver Gesundheitspolitik zum Beispiel zu sparen. Das halte ich für unglaublich wichtig, nicht nur heute, sondern in der nächsten Dekade. Das waren zwei sehr schöne Abschlussstatements. Wir kommen jetzt quasi zum Ende der Veranstaltung. Ich bedanke mich bei Ihnen und allen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse. Ich fand die Diskussion sehr, sehr spannend. Es ist ein Themenbereich, der so breit ist, wo man wirklich noch vieles sich anschauen muss. Man sollte sich diese Berichte anschauen. Die werden wir dann auch noch auf die Facebook-Seiten zustellen, die Benny und die Frau Bücher, Anja und Zahler angesprochen haben. Ich danke Ihnen, liebe Frau Bücher, Anja und Zahler und liebe Benny Bayer. Ihr bekommt meinen virtuellen Applaus, geklatscht und mit den Händen. Zu guter Letzt, wenn wir gemeinsam laut sein wollen, wenn wir unsere Stimmen vereinen wollen, wenn wir für die Frauen laut sein wollen, gemeinsam, würde ich euch auch noch gerne einladen, zur nächsten Veranstaltung zu kommen. Diese Veranstaltung in der Reihe Frauenleben in und nach der Krise findet am 16. Juni um 18 Uhr statt, unter dem Titel Das Dienstleistungsproletariat als Risikogruppe. Da werden Sissi Grossmann und Veronika Born-Mehner diskutieren. Es geht um die Fragen, was heißt das für prekär beschäftigte Menschen, wie ist es mit der 24-Stunden-Pflege, wie geht es auch bei so Clustern wie der Post-Cluster, von dem wir in letzter Zeit gehört haben. Also es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das auch national und international ein Thema ist, weil diese schlechte Behandlung von Menschen im prekären Bereich passt wunderbar auch zum heutigen Thema, das wir diskutiert haben. Also schaut dort vorbei. Schaut auch vorbei auf unsere Website frauenundcorona.at und informiert euch über die aktuellen Diskussionen zu dem Thema. Tragt euch in unseren Newsletter ein oder in den Newsletter des Renner-Instituts oder der SPÖ-Frauen, um die Einladungen zu den Veranstaltungen zu bekommen. Und weil wir nicht allein sind auf dieser Welt, Gott sei Dank nicht allein sind auf dieser Welt, und weil wir solidarisch sind, will ich und diese Veranstaltungsreihe wirklich nicht losgelöst von dem passiert, was auf dieser Welt passiert, möchte ich euch noch einladen zu einer Demonstration. In den USA wird nach dem rassistischen Mord an George Floyd täglich demonstriert,
Und es gibt, um ein solidarisches Zeichen zu setzen, morgen Donnerstag auch eine Black Lives Matter-Demonstration hier in Wien. Um 17 Uhr am Platz der Menschenrechte. Die Abschlusskundgebung ist dann so gegen 20 Uhr am Karlsplatz. Ich würde es wirklich sehr begrüßen, wenn viele, viele, viele Menschen dorthin kommen, um zu zeigen, dass wir solidarisch sind. Natürlich mit Sicherheitsabstand, natürlich mit Mundschutz, das ist ganz wichtig. Aber kommt dorthin, ich glaube, wir Feministinnen sind solidarisch bei solchen Themen. In dem Sinne sage ich Ihnen und uns allen einen wunderschönen Abend. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen am 16. Juni bei der Veranstaltung zum Dienstleistungsprekariat. Baba und auf Wiederschauen.